gleich los. Oh Gott. So, wo war das? Ein bisschen weiter. Hier oben. Knickknack. Peng. Ach Gott. Oh nee, Mann. Ach Gott. Oh. So leid es mir tut, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis vorzuschlagen, dass wir erst sterben und nochmal kurz in der Lobby restocken. Nö, das reicht schon zu so. Wenn du das sagst. Ich habe nur 39. Ich habe nur 39 Uzi-Schuss, mein Freund. Da hast du mehr. 79. Ist aber auch nicht gerade bombig viel. Hier drin ist das Emblem hier im Fahrstuhlschacht. Knickknack. Hier ist Schrot. Brauchst du Schrot? Ja, immer. Gegen Licker ja wohl sowieso. Was ist denn das für eine Frage? Ja, erstmal warten. Glaube ich. Okay. Dann geh mal hoch. Du kannst mir eigentlich noch ein bisschen mehr Schrot geben. Ja, komm her. Und heilen werde ich uns auch mal schnell. So, da hast du 16, da hast du 20 ab 16. 45. Ja. Sollte reichen. 45 Schuss insgesamt, das müsste auch eigentlich hinkommen. Hier hast noch Pistole, wenn du Bock hast, oder auch nicht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Entweder diesen Schalter zuerst oder den Fahrstuhlschalter. Ich betätige den hier jetzt einfach mal. Ja, mach den. Aha, alles klar, erst den, dachte ich mir. Oh, du denkst? Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Verstammeldor her. Knick, knack, Hebel umgelegt. Rüber. Boah. Wehe, du supportest mich nicht gut, mein Freund. Oh, ich wollte sagen, warte. Ja, ja. Erstmal werde ich jetzt die Brandgranate ausrüsten. Ich rush einfach durch und aktiviere den. Renn einfach. Ja, ich renne durch komplett und mach den Container da klar. Yeah. Jetzt kommen noch mehr Bitches. Die wollen alle auf Small. Säuregranaten brauchen wir nicht. Eigentlich nicht, nee. Pistolenmunition brauchst du auch nicht mehr. Hilf mir. Oh! Jawohl. Mach den Shovelclaw, Junge. Ja, ich muss erstmal hier so einen scheiß Container um die Ecke schieben, Mann. Überleg doch mal. Ja, kacke, jetzt haben wir verkackt. Alles klar, nicht erst wechseln. Scheiße. Okay, nicht sofort den Container schieben. Merken. Erst ein bisschen abschnetzeln. Scheibenkleister. Okay, warte, bevor er jetzt hochgeht, leg den Granatwerfer auf den Richtungstaster, damit du den schnell wählen kannst. Ich mache hier derweil das Emblem nochmal klar. Zum nächsten Mal. Und guck, ob der Schatz überhaupt noch bei uns ist. Ich glaube aber ja, wegen Speichern vorhin. Jopp. Wo standest du jetzt? Du standest jetzt hier unten drunter unter dem Dings, ne? Ja, ganz rechts hier unter dem Gang, wo ich gleich lang muss. Alles klar. Dann ganz rein. Ecke. Jo. Ich komme. Ja, so, alles klar. Ich war kurz am überlegen, was ich jetzt zuerst nehme. Shotgun, bis ein paar mehr kommen oder direkt Granatwerfer. So, liebe Leute, ihr werdet dann gleich im Abspann sehen, dass wir hier öfters gestorben sind. Ich habe das alles rausgeschnitten. Und ich denke, wir haben jetzt hier eine gute Möglichkeit gefunden, um gegen die Übermacht der Licker zu gewinnen. Wir hoffen es zumindest ganz stark. Genau.
Also, ganz, ganz stark. Bin ich schon, wir sind hier 5 oder 6 Mal gestorben? Ja, 4, 5 Mal irgendwie schon. Also ich glaube, ich bin 3 Mal gestorben und du 1 Mal. So, ich schieb und du deckst mir erstmal einen Arsch. Also hier ganz hinten in der Ecke und so. Ja, ich steh hier. Von unten an diesen Gittergang schießen, dann fliegen sie alle weg nach hinten. Und möglichst so, dass keiner vor der Explosion ist, also zu mir geschleudert wird, so wie ich eben bei dir. Oh, Alter, ganz bis zum Ende. Na, ah, ich wollte gerade sagen, hilf mir. Ich sag, sobald ist er, egal, bleib einfach so und versuch alles zu covern und so. Ich dachte nicht, dass... Also ich habe bisher immer gedacht, unten kommen auch welche, aber ich habe eben die ganze Zeit nicht umgeguckt, ist keiner gekommen. Oh Gott, yeah. Das Ding ist gleich unten. Ja, Mann. So, jetzt werde ich erstmal hier runterjumpen. Renn! Offensichtlich. Ich bin dabei. Wo ist der scheiß Schalter? Hier, komm, zack. Da ist die Brücke. So. Jetzt bleiben wir erstmal in diesem Raum. Hey, du kommst raus aus dem Raum und holst sie alle raus jetzt. Ja, alles klar. Stickstoffgranaten und wir holzen rein. Alles klar. Also jetzt Stickstoff laden. Ja, und raus da. Ja, ich bin dabei. Aufpassen. Nein, du machst Stickstoff, ich mache Explosive. Dann. Clear. Oh, hier. Nein, das war ein bisschen zu weit. Ja, ich komm. Schnauze, ihr Bitches. Hab ich nicht gerade gesagt Schnauze? Wow. Der zuckt ja noch, die Sau. War's das endlich? Stickstoffgranaten vor du win. Also Leute, wenn ihr wollt, nehmt Stickstoffgranaten. Ja, Mann. Also, sowas von. Ich bin voll mit hier Shotgun. Ja. Okay. Warte, ich gebe dir die hier mal. Nicht tauschen, verdammt. Was sind das für ein Scheiß? Hier ist Maschinengewehrmunition. Ja, hier ist auch Schrot und Schlag mich tot. Schrot und Schlag mich tot, das reimt sich sogar. So, warte. Geben. Wollen wir, ja, scheiß auf die, bis das bisschen MG-Munition, da haben wir ja noch was. Magnum-Munition haben wir hier. Sekunde, da haben wir noch was vorne im Lager. Shotgun brauchen wir nämlich gerade beide. Und 5 Schuss haben oder nicht, sind schon 10. Magnum, ja, super, habe ich keinen Platz für. Jetzt aber. Oder auch nicht. Ich wollte gerade Shotgun geben. I need ammo. Ist klar. So. Gut. Also Jungs, also, hat's gesehen. Ja, Stickstoffgranate. Also du kannst mal ruhig die Anzahl der Fails unten drunter schreiben oder irgendwas. Also, wir haben so gefailed. Pass auf, ne? Und dann einmal Stickstoffgranaten. Boom. Das ist so for the win. So, guck ich auf Mats failen, ne? Echt, okay, ja. Na super. Excelligione! Stop right there! Bravo! Damn it, where is Jill? Jill? Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer estate, wasn't it?
Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Endron muss durch die Tür fliegen, ne? Na? Scheiße, ich kann nicht mal was mitnehmen. Die Pistolenmunition brauchen wir nicht. Halt die hin, halt die hin, halt die hin. Also ja. Ich halte die hin. Durch welche Tür muss ich denn fliegen? Aber ich hab das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Auf was musst du machen? Durch welche Tür muss ich denn fliegen? Ich hab das schon so lange nicht mehr gespielt. Ja, yeah, let's go. Vesco! Vesco kommt von da! Ja, ich weiß, aber wir müssen... Hier lang ist nichts mehr, wir müssen andere Richtung. Außer runterjumpen ist da nichts mehr gewesen. Maschinengewehr, scheiße, bräune ich jetzt, egal. Nein! Schnipser, glaube ich, brauchen wir nicht. Nee, Pistole, noch schlechter. Scheißegal. Ja, komm auf seinen verdammten Matrix-Moves klar, ey. Und dann war's. Wow! Jill ist vor mir! Shit! Wer nimmt mir jetzt wen? Für beide, würde ich mal schätzen. Also Wesker ausweichen ist nicht so schwer. Your future hinges upon this fight. Genau, jetzt hole ich das Herz Afrikas. Nein, hier we'll ist never win like this. Time to change tactics. Scheiße, hab ich Platz für. Wir haben keinen Platz, Junge. Renn einfach. Ja, ach was. Ich renne die ganze Zeit, du wirst es nicht glauben. Nur außer zum Vasenmessern bin ich eigentlich nur auf Achse. Okay, da oben ist noch was. Hier, zwei grüne Kräuter sind hier schon mal. Stickstoff würde ich mich nicht trauen, aber naja. You can't hide forever. Oder wie er beim anderen Boss Battle sagt, you're merely postponing the inevitable. Genau. Komm, ich hab auch wieder frei. Ah, hier ist es schon. Achso. Ich wollte gerade sagen, woher zum Teufel hatte ich denn jetzt Platz für Magnum-Munition? Naja. Ja, ich wollte gerade sagen, lock ihn mal noch ein bisschen. Hier ist glaube ich noch ein Schatz. Ne, hier ist Shotgun. Hier ist glaube ich ein Schatz drin. Nein. War das die hier? Oder auch nicht? Mit Sicherheit. Oh. Da ist der Schatz schon mal gewesen, der eine. Oh, Junge, ey, jetzt such nicht noch den scheiß Schätzen hier. Ich schreck mir halt was. Tu ich auch nicht. Nö. Ne, ich greif's im Vorbeigehen mit, ne, wegen den Invincibility Frames hier. Ach, hier ist das Ding. Die große Kiste. Na, wo ist denn Jill jetzt hin? Jetzt hab ich's aus den Augen kurz verloren und dann ist Vase ganz weg. Was ist das jetzt hier? Das ist ein rotes Kraut, habe ich gerade gesehen. Wo ist die Alte? Die ist unten in der großen Halle, ist die. Achso, okay. Die war eben die ganze Zeit hier bei mir oben. Passt jetzt alles? Ja, fast. Hier gibt's noch eine große Truhe mit drei Schätzen und irgendwie 3K, aber sonst, ja. Ja, dann lass jetzt einen Blues machen hier. Ja. So eine, weißt du, so eine Zweimann-Truhe.
letzte Vase hier und das wie kriege ich jetzt Wesker down? Wesker müssen wir nicht down kriegen, dem müssen wir nur ausweichen. Das ist das Schlimmste. Schön. Ja, ne? Hab ich auch gedacht. Ja, du mich auch, Bitch. Achso, genau so war das. Na, springst du jetzt hier hoch, oder was? Ne, ich glaub, Wesker gerade noch bin ich. Ja, nicht du, meine ich. Ich meinte, ich hab gerade mit Jill gesprochen. Okay, unten. Hier durch. Wenn wir schnell sind, geht das Ding nämlich Turbo auf. Ach, scheiße. Jetzt kommt Wesker wieder andersrum, oder? Warte, erst runterspringen lassen. Geh nicht zu weit vor. Ja, und los. Los, 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 los. Wieder raufspringen tut er nämlich, glaube ich, nicht. So, weiter, 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 weiter. Geradeaus, geradeaus. Hier links. Und direkt hier in diesem Raum links eine Kiste. Ach, da ist die Diegel drin, genau. Genau, zwei Schätze und die Diegel. Für alle, die Diegel suchen. Falls und so. So, nein, nicht du. Nicht du! Ah, Jill hinter dir. So, hier einmal um die. Durch die Räume. Und dann versuch. Einer muss die von hinten kriegen. Also einer lockt, der andere versucht sie zu werfen. Jetzt eben ist mir nämlich so ein Viereck angezeigt worden und dann fiel mir auch wieder ein, wie ich sie nutzen muss. Oder wir. Na, muss man das nicht unten machen? In der großen Halle? Geht's nicht am besten? Ja, eigentlich egal. Ja, komm, lass uns runter. Den hier packen wir uns auf keinen Fall. Ja, mir ist es eigentlich egal. Ich komme irgendwie bei beiden. Würde ich das schaffen, glaube ich. Boah, Wesker! Oder Jill, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt mir da irgendwie jemand entgegen. Das ist Jill. Ja, von mir. Ja, die schießt auch. Okay, Wesker läuft da lang, also durch die Räume. Ja, genau. Spring runter. Warte, warte, warte. Na, spring. Gut. You're merely postponing the inevitable. So, genau. So. Also zwei rot-grün. Warte, warte, warte. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Ganz, ganz, ganz. Okay. Oh, erstmal für den Fall der Fälle vorsorgen hier. So. Einfach immer anvisieren, damit sie ausrollt. Sag ich mal. Scheibenkleister. I expected more of a challenge after all this time, Chris. How disappointing. Yes. Go! Wesker, stop! Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Jill! Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable. Yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. So, bonjour, liebe Leute.
So, hier unten in der Mitte, da liegt das Herz von Afrika, dachte ich. Oder auch nicht. Andere Seite? Nein. Muss man es erst runterschießen? Was war da? Was war das? Das ist jetzt scheißegal, man, jetzt ist das Spielen hier. Das ist alles klar. Keine Sau. Ich dachte mir gerade, es sind nur 10k und so. Ja, scheißegal, die kriegen wir auch so zusammen. Außerdem schmiert das sonst auch nicht mehr groß. Ach, renn weg, doofe Kuh. Ich will jetzt das Battle hier machen. Alles klar. Gut. Anvisieren bitte. Warte. Ja, komm, jetzt! X aufpowern. Obwohl ich glaube, ich sollte ziehen. Ja, ich glaube, ich sollte ziehen. Versuch du dich hinten an ihr festzuhalten. Und wenn sie uns kontert, sag ich mal, dann wenn sie dich kontert, Viereck, X oder Kreis zum Ausweichen. Genau, immer abwechselnd war da. Glaube ich was. Nee, oder auch nicht. Jill, what are you doing? Abis, hab sie. Come on. Alter, los nicht um. Zieh! Du musst ziehen, ich muss gar nichts mehr drücken, sobald du anpackst. Ja, ist gut, ne? Wenn man schnell ist, kann man das endlos machen mit ihr. Zum Glück haben wir die Schätze eben schon alle eingesammelt. Bleib einfach vor ihr, wir machen das jetzt so dauerhaft. Ich bin ja schnell genug, um immer hinter sie zu kommen. Ich gehe gerne hinter Jill. Ich hab gesagt, bleib vorne. Ein bisschen einfacher, wenn wir jetzt einfach so bleiben die ganze Zeit. Du kriegst zwar ständig einen in den Sack und ich einen an den Kopf, aber egal. War eine Fresse, die muss das Ball langsam mal abgehen, ey. Echt mal, zieh bloß nicht. Ja gut, das ist da mit Bandwürmern voll fies da reingefummelt und genäht und schlasch. Fass nicht mehr, ey. Lass mich doch mal festhalten. Ja, okay. Ach, du möchtest lieber hinten, Andrzej. Ja, ich dachte nur, das passt zu dir gerade. Ja, aber du bist trainiert mit deinen Fingern, ich nicht. Ja, mach vier. Stop this, Jill, answer me. Kommt alles von Final Fantasy 8, ey. GFs aufpowern. Komm schnell ran. It's me, Chris. Klar, bist nicht schnell genug. Nee. Oh, das waren jetzt bestimmt 20 mal X, glaube ich. So, schnell ran. Tschüss, ey, geh doch mal ab, du Mistgurke. Los, schnell. Come on, snap out of it! Ich komm. Mann! Werde mal langsamer, was ist das für ein Bullshit hier? Ja, lass mal kurz abbauen hier. Ich wollte gerade sagen, nicht mal ausweichen kannst gescheit. So, warte. Okay, ich komm wieder runter. Na, hör doch auf, an dem scheiß Pfosten hier zu hängen, verdammt ich. Ja. Das Schlimmste, dass er erst Kreis drücken muss und dann X aufpowern will. Ach genau, Viereck. Oh ja, nicht. Ja komm, jetzt haut sie erst wieder ab. Da runter. Jill, what are you doing? Komm schnell ran. Lass uns mal Flotten Dryer machen hier. Ja, endlich. Yeah. Jill! Are you alright?
Chris. I'm so sorry. It's okay. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Chris? I'm all right. Over there! Time to put an end to this. Let's go. In Armen liegend. Genau. Und der Urin auf unsere Blase drückend, verabschieden wir uns jetzt von euch. Jill, haut ab. Wir sind da fünfmal gestorben sind wir. Fünfmal an den verdammten Lickern. Und ja. Wenn ihr euch das ersparen wollt, Stickstoffgranaten. Genau. Stickstoff, Stickstoff, Stickstoff. Stickstoff vor du hin. Am besten zu zweit, so wie wir das gemacht haben, Stickstoff zu explosiv. Fand ich richtig gut. Jo. Hat ungefähr denselben Radius und dann Freeze und Kill sofort. So Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Kapitel. Ja, beim letzten Teil 6. Also. Überhaupt Kapitel, so Welt, sag ich jetzt mal. Genau, Kapitel 6. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.